Ich begrüße jetzt ganz herzlich Professor Berend Isermann. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Labormedizin an der Universitätsklinik Leipzig. Und wir sprechen über die Zukunft der personalisierten Medizin bei Diabetes mellitus und Nierenerkrankungen. Herr Professor, würden Sie sich uns bitte ein kleines bisschen näher vorstellen? Ja, vielen Dank. Also vielen Dank auch für die Gelegenheit, hier heute was zu sagen. Also von der Ausbildung her bringe ich eben, wie Sie erwähnt haben, verschiedene Expertise zusammen, aus der inneren Medizin, Endokrinologie, Schwerpunkt Diabetologie und der Labormedizin, was, glaube ich, wichtig ist, gerade wenn wir über Patientenstratifizierung, also Einteilung für individualisierte Therapie sprechen. Und dieses breite Spektrum, Ausbildungsspektrum, habe ich mir in Heidelberg, Magdeburg und jetzt eben in Leipzig angeeignet bzw. umgesetzt. Zwischendurch auch war ich in den USA und habe da grundlagenwissenschaftlich das notwendige Know-how erlernt, um eben diese Fragestellung zu bearbeiten. Sie kommen ja gerade von einer Preisverleihung. Was für einen Preis haben Sie gewonnen und wofür wurden Sie ausgezeichnet? Ja, vielen Dank. Also der Adam-Heller-Preis wurde mir heute verliehen für einen Projektantrag, den wir gestellt haben. In diesem Projektantrag geht es eigentlich genau auch darum, dass wir verstehen wollen, warum bei manchen Patienten die vaskuläre Alterung, also die Gefäßkomplikation, Atherosklerose, Herzinfarkt, früher eintreten als bei anderen und bei manchen auch gar nicht. Also es gibt da Subtypen von Patienten, die eben besonders betroffen sind und welche, die von Natur aus geschützt sind. Und das haben wir nicht verstanden, warum manche geschützt sind und andere besonders erkranken. Wenn wir das verstehen, erhoffen wir uns zum einen, dass wir die Patienten besser einteilen können, einer individualisierten Therapie zuführen können, und zum anderen erhoffen wir uns auch neue Einblicke in genau diese Pathomechanismen, dass wir vielleicht auch neue Therapien mal entwickeln können. Welche Rolle spielt denn die personalisierte Medizin bei der Therapie einer Nierenerkrankung? Ja, bisher leider ja wenig, also weil wir in den Jahren bisher ja wenig Therapieoptionen hatten. Aber das ist ja in den letzten rund 5 Jahren hat sich das erfreulich geändert. Wir haben jetzt doch eine Handvoll von Medikamenten, die man auch mit einer nephroprotektiven, nierenschützenden Wirkung einsetzen kann. Und für mich ist jetzt auch genau eine der großen Fragen, wie wir diese Therapien auswählen, für welche Patientengruppen oder wie wir die kombinieren. Wir sind noch nicht so weit, aber wir haben jetzt die Möglichkeiten, die Tools an der Hand, um genau diese Frage anzugehen. Und da erhoffe ich mir in den nächsten 5 Jahren doch große Fortschritte. Und welche Rolle spielt die personalisierte Medizin bei der Wahl der antidiabetischen Therapie? Genau, das wäre ja genau jetzt die Frage, die ich eben schon angedeutet habe, dass wir eine Reihe von Medikamenten entwickelt haben, die eigentlich primär Antidiabetika waren. Ich denke hier an die SGLT2-Inhibitoren oder die GLP-1-Agonisten und die dann fast überraschend einen nierenprotektiven, nierenschützenden Effekt hatten. Und wie wir diese jetzt kombinieren, also auf der einen Seite Blutzuckerkontrolle, auf der anderen Seite Nierenschutz, um dann das Bestmögliche für den Patienten zu erzielen, also die individualisierte Therapie. Das ist die Frage, die wir jetzt uns stellen und aber die wir jetzt auch beantworten, untersuchen können. Bestimmte Diabetes-Subtypen haben ja ein erhöhtes Risiko für Komplikationen. Wie kann man diese Risikopatienten gut selektieren? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das sind ja nicht nur die Subtypen, sondern ich hatte eben auch mit dieser Preisverleihung schon erwähnt, es geht auch darum, dass wir noch nicht genau wissen, warum manche mehr erkranken als andere. Ich glaube, dass wir da mit neuen Möglichkeiten der Diagnose, also der Diagnostik, Diagnosefindung, Möglichkeiten haben werden, diese zu stratifizieren. Also es gibt zum Beispiel jetzt neuere Untersuchungen, die zeigen, dass Seneszenzmarker, also Marker der vorzeitigen Alterung, die man auch im Urin messen kann, Patientengruppe identifizieren, die besonders von einem bleibenden Nierenschaden betroffen sind. Und genau solche Ansätze, dass wir da neue diagnostische Tools haben, brauchen wir dann auch, um Patienten einer spezifischen Therapie zuzuführen. Also da sind wir quasi ganz am Anfang. Wir sind tatsächlich, glaube ich, in vielen Dingen auch am Anfang, ja, schaffen aber die Voraussetzung dafür. Und da haben wir viel geleistet in den letzten Jahren. Und welche Patienten profitieren besonders von der maßgeschneiderten Insulingabe mittels künstlicher Pankreassysteme? Ja, das ist ja eine sehr erfreuliche Entwicklung, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Das war auch Thema in dem Vortragsserie, die wir heute Morgen hatten. Es gibt verschiedene Patientensubgruppen. Beispiel heute Morgen waren zum Beispiel Patienten, die eine terminale Niereninsuffizienz haben, also eine Dialyse, eine Nierenersatztherapie brauchen. Und je nach Nierenersatztherapie hat das unterschiedliche Anforderungen an die Insulintherapie. Und genau diese Patienten profitieren davon, dass man das dann individuell steuern kann. Das ist ein Beispiel. Ich denke aber auch berufstätige Leute mit Schichtdienst oder Sportler
profitieren davon, wenn man jetzt so diesen künstlichen Pankreas hat und die Insulintherapie in einem Maß steuerbar ist, wie das vor einigen Jahren noch nicht denkbar war. Also ein großer Nutzen für diese Patienten. Wenn wir jetzt mal einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, welche vielversprechenden Neuerungen sehen Sie denn in der personalisierten Medizin auf uns zukommen? Ich würde ganz gerne auch nochmal wieder auf die Diagnostik hinweisen. Wir haben da wirklich die Möglichkeiten, jetzt Patienten besser zu stratifizieren. Dadurch, dass wir hochauflösende Diagnostikmöglichkeiten haben, Begriff Omics, also viele Marker werden parallel gemessen. Ich glaube nicht, dass wir nachher alle diese Marker bei allen Patienten messen, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, die entscheidenden Marker zu identifizieren, die es dann erlauben, eben zu sagen, Patient A braucht Therapie A und Patient B braucht Therapie B. Und das war ja auch eine Entwicklung, erstmal diese Möglichkeiten zu schaffen, die wir jetzt aber haben. Das heißt, da sind wir nicht am Anfang, da sind wir schon mittendrin? Wir sind, was die Entwicklung betrifft, auf jeden Fall mittendrin. Und das ist eine sehr spannende Zeit, die wir da haben, diesbezüglich. Vielen Dank, Professor Isermann, für das interessante Gespräch. Ich danke auch für die Fragen. Dankeschön.